Moin, moin, ich wollte noch mal rein. Sorry. So, ja, heute machen wir einen Ausflug. Steinplatten lasse ich mal hier. Hammer nehme ich mal mit. Oh oh. Was ist oh oh? Schreit Hussi. Oh oh. Du darfst gerne Fallen anstellen. Warte. Ich habe sie nur gehört. Ach, oh. Ja. Ach, scheiße. Teste ich mal die Fallen. Ja, mach sie mal an. Aktiviert. Laufen. Aktiviert. Hast du, wie viel Bolzen hast du noch? 217. Ich habe nur 159. Also viele sind es doch gar nicht, oder? Nö. Aber hätte ja sein können, dass wieder so eine Leuchtedinger kommt. Hm. Also kannst du sie wieder ausmachen. Ja, ich sehe keine. Ja, ich sehe noch einen, aber das ist normaler. Ja. So normaler macht mir keine Angst. So, und was haben wir gelernt? Tür zu machen. Oh, nicht vorwärts fahren, weil da ist... Denk daran, da könnten noch Minen sein, ne? Darum da nicht lang fahren. Oh, aha, nicht rückwärts. Ah. Ah, du machst die ganzen Fackeln kaputt. Da kommt man ja hier durch. Okay. Oh, hier sind noch Bolzen, nehme ich mal. Oh, da sind ein paar. Aua. Hast du einen Spaß dabei, ne? Ja, dem einen ist der Kopf explodiert. Oh, ich liebe das. Ich auch. So, Moped. Essen hast du dabei, ne? Mhm. Moped. Also für mich habe ich Essen dabei. Oh, ich dachte, nimmst du für uns beide. Ich hab gesagt, ich warum habe ich hier hier keinen grünen? So. Teilen wir uns doch, ist doch kein Problem. Da, wenn du das sagst. Ja, finde ich, ja. So. Hey, wer kippt denn mein Motorrad um? Ja, wir müssen jetzt erstmal durch die Stadt, durch die eine Bekannte und dann. Bis dahin. Ich habe mir, also bis zum Krankenhaus eigentlich. Ich fahre dir hinterher. Was, das Auto hat nur noch 74%? Ja, mein mein Motorrad hat auch nur 72. Ja, also, on the road again? Aber wir bleiben da bestimmt nicht einen Tag, oder? Wir sind da bestimmt ein bisschen länger. Ja, aber wir brauchen ja bestimmt einen halben Tag, bis wir da sind. Ja, ja. Noch haben wir ja keinen coolen Helikopter. Noch zwei Level. Ich weiß aber nicht, ob der so cool ist. Ich weiß nicht, ob sie den noch irgendwie nachgepatcht haben, weil damals, als ich ein Video gesehen habe, war das sehr, sehr buggy. Ja, ich will ihn aber auf jeden Fall ausprobieren. Ja, können wir ja machen. Das ist, also entweder spielt dann mein Spiel ab oder das Ding zappelt rum und wenn es blöd ist, dann... Ich fliege. Wenn es blöd ist, oh, dann ist oh, oh, okay. Oh, 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 oh. Aber ich will ihn auf jeden Fall ausprobieren. Oh! Die Brücke geht langsam in den Arsch. Ich habe gerade das erste Brückenteil zerstört. Fuck you, man! Was machst du denn da, Heinrich? Wildschwein fighten. Ich sehe auch gerade, ich habe nur noch zwei Erste-Hilfe-Sachen dabei. Dann dürft man nicht so viel Nahkampf machen. Ich dachte mir, wenn ich hier schon an so einem Wildschwein vorbeifahre, achso, dann ja, kann ich das ja gleich töten, aber es hat mich leider geschlagen. Ich war nicht. Das ist ja peinlich schon beim Wildschwein. Ja, ich stand da 2 Meter daneben. Und die Brücke hast du kaputt gemacht? Hui, sehe, was du gemeint hast. Muss ich erstmal aufholen? Ja, ich fahre jetzt auch gerade nicht mehr so ganz so schnell.
Ja, auf jeden Fall gab es 22 Fleisch, da können wir uns zur Not irgendwas Verkohltes machen. Und der nächste Brückenteil ist kaputt. Alter, mit dem Auto machst du alles kaputt. Na komm, da sind wir schon einige Male mit dem Motorrad drüber gefahren. Die sahen schon nicht mehr gut aus. Die waren schon so fast komplett kaputt. Nee, diese Brücke ist es doch. Hui. Aber ich habe das Gefühl, dass du mit dem Fahrzeug auf der Fläche mehr Schaden machst. Dass du nicht nur einen Frame kaputt machst, sondern gleich zwei, drei. Breiter. Oder beschädigst, ne? Ist ja breiter. Ah, ich sehe dich. Ja, dann müssen wir uns irgendwann mal die Zeit nehmen, falls wir hier nochmal langfahren, um das zu reparieren. Wir haben uns die Häuser ja auch nie genau angeschaut, ne? Nicht alle, nö. Also wir hatten uns ja in dem Krankenhaus so ein bisschen versucht. Also ihr Lieben, wenn ihr nochmal hier ein bisschen was von den Häusern sehen wollt, schreibt es uns in die Kommentare. Das werden wir selbstverständlich berücksichtigen. Genau. Come back. Oder wenn ihr sonst irgendwelche Wünsche habt, wo ihr sagt, hey, mach doch mal das, mach doch mal das. Wir sind hier jetzt doch schon extrem weit in unseren Leveln und so und wir haben jetzt auch schon eine ganze Menge gemacht. Aber wenn ihr sagt, nö, das fehlt mir noch oder so, schreibt es uns in die Kommentare. Dann werden wir zusehen, dass wir das entsprechend berücksichtigen. Denkt immer dran, wir nehmen doch einige Folgen im Voraus mittlerweile auf. Das heißt, es kann dauern, bis wir dann euren Wunsch berücksichtigen können. Ja, man muss ja leider auch noch nebenbei arbeiten. Ach, wäre das schön, wenn man den ganzen Tag zocken könnte. Und ich muss auch dazu sagen, dass, also wir veröffentlichen ja auch nur dreimal in der Woche und Heinrich kriege ich auch immer nur am Wochenende dazu, mit mir zu spielen. Also, es liegt nicht nur an der Zeit allgemein, ne? Sondern auch, dass Heinrich nicht immer Lust hat, 7 Days mit seiner Mathilde zu spielen. Das Problem kennt, also, es werden viele Leute kennen. Couch, nach der Arbeit, wenn man nach Hause kommt. Und Couch, wenn man auf der Couch ist, will man nicht mehr wieder aufstehen. Kennt ihr das? Ich glaube, jeder kennt das. In der Woche ist das sehr stark bei mir. Wir sind in der Wüste angekommen. Hurra, Wüste! Nur noch 5 Stunden oder so. Du hast einen Vogel hinter dir. Kann ich den Vogel auf dieser Höhe umfahren? Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich kann den Vogel nicht umfahren. Das ist ja frech. So, jetzt müssen wir so ein bisschen die Augen offen halten. Weil wir die Stadt tatsächlich nur so in einer gewissen Entfernung gesehen haben. Richtig. Wo waren wir denn damals, als wir das... Das war, als wir zum Bates-Fates-Motel sind. Da, von da aus haben wir das gesehen. Ich weiß nur nicht mehr, ob wir nach Osten oder Westen geguckt haben. Ach, dieser Kackvogel ist noch hinter uns. Fahren wir mal ein bisschen schneller. Ich weiß gar nicht mehr, wo das Motel war, aber die Stelle kommt mir bekannt vor. Hier war ein Schrottplatz oder so, ne? So, das Fates Motel ist da. Ich würde jetzt glatt hier einmal nach links fahren wollen. Wir können uns ja sonst aufteilen. Nö, lass mal zusammenbleiben. Okay. Das Fates Motel ist weiter nach Süden. Deswegen fahre ich jetzt einfach mal hier lang. Weil das auch so eine große Straße ist. Ja, wir müssen dann irgendwann rechts abbiegen, ne? Genau, also ich würde jetzt dieser Hauptstraße, sag ich mal, folgen. Oh, viele schöne Autos hier. Oh, da ist auch ein Hotel oder so in der Wüste. Ja, da vorne ist die Stadt. Und bam! Überfahren. Ich halte mal hier kurz an. Du kannst dir schon das erste Gebäude angucken. Ich will mal ein bisschen Aloe Vera sammeln. Damit wir... Ich nehme hier einfach Autos auseinander. Hier ist so ein Autoparts-Teil. Weil wir brauchen ja nur Stoff und dann kann ich ja schon so ein bisschen Verbände basteln, ne? Stimmt, ja.
Das ist ja der Vorteil bei diesem Biom. Oh, ich habe einen Motor gekriegt. Hey, Home Run! Da habe ich der netten Dame was durch ein, ja, zum Nachdenken gegeben. Tschuppidu. Hat nur 13 Aloe Vera? Ich glaube, ich nehme kein Messer. Oh, noch ein Motor. Mann, oh Mann. Man nimmt ja immer nur ein Aloe Vera auf, ist das doof. Ja, nebenbei findet man hier auch gut Äste. Äste sag ich schon, Nester. Oh, die ist schnell. Wuhuhu! Aua! Ey, ins Auto! Wieso gehst du nicht ins Auto? Ja, das habe ich auch schon manchmal das Problem, ja. Rezepte, Creme. Oh, toll. Kann nur 6-mal Creme machen, aber... Naja. Bist du tot, Tussi? Wenn ich eine Sache noch mehr liebe als explodierende Köpfe beim Schlagen, dann sind es explodierende Köpfe beim Schießen. Ja, das ist nicht so häufig. So, ich habe jetzt mal ein bisschen was eingesammelt. Ich komme mal in deine Richtung. Level 95. Juhu, und hier ist gerade ein Leuchtezombie auf dem Weg zu mir. Okay. Okay, ab ins Auto. Na, ich sehe es. Was ist das denn hier überhaupt? Autoparts, okay. Hast du ihn getötet? Weiß nicht, ich fahre einfach über ihn rüber. Hey! Was denn? Aua, hat mich erwischt! Stau! Der steht auf! Mann, habe ich den Arsch gerettet. Der Wagen steht schräg. Ja, ich weiß. Aber ich habe keine Erfahrungspunkte für den Großen gekriegt hier. Nee, wegen, weil man, wenn man über den drüber fährt, kriegt man keine Erfahrungspunkte. Und, wie toll ist der Laden? Weiß ich nicht, ich war ja noch nicht drin. Okay. Keine Ahnung, es ist so ein Autopartsladen. Oh ja, Motor gefunden.
Boah, Eisen gibt's hier auch ganz gut. Nein! Achtung! Leuchte-Zombies! Dann raus! Habe ich keine Lust zu. Nee, ja, und ich lass uns zur Stadt weiterfahren. Ja. Da wollten wir ja eh hin. Da werden wir noch genügend Leuchte-Zombies treffen. Können wir vielleicht mal. Das sieht ja aus wie die Stadt, die wir aus der alten Version noch kennen. Die große, ne? Ja. Mit dem großen Crack-a-Book und so. Cool. Aber es ist schon 12 Uhr. Wir müssen uns auch mal Gedanken drum machen, wo wir dann nächtigen wollen. Weil so weit werden wir definitiv nicht in den Hochhäusern kommen. Nee, die Hochhäuser waren immer ein Akt. Wir könnten da diesen Diner, der da direkt daneben ist, schon fast nehmen. Ja, wenn man da nur wenn es nur einen Zugang gibt auf dem Dach, ist das natürlich ideale Position. Na, oder dieses Gebäude hier, was auch immer dieses kleine Ding ist. Schlagloch! So, welches Gebäude willst du angucken? Das Mail Office erstmal. Was dann als unsere potenziellen Übernachtungsmöglichkeiten. Ja. Gut, machen wir. Ich mach mal auf hier. Bei mir ist gerade recht warm. Ja, mir auch. Oh, warte, ich leg noch mal ein bisschen Zeug im Auto ab. Ah, sind schon mal Zombies drin. Ich komme. Ich weiß bloß nicht, wie wir hier hochkommen wollen. Von außen mit Frames? Oder hier oben einfach bauen wir uns Frames rein. Und kloppen uns durchs Glasdach? Ja. Ah, der zappelt aber ganz schön rum. Kann ich ihn von hier erschießen? Oh, die ist schnell! Oh, die rennt hier raus. Da kriegst du noch Besuch. Ach, voll daneben geschossen. Ja, aber die war langsam. Ich habe sogar die Schnelle mit 3 Schlägen erledigt gehabt. Ja, da hinten geht's glaube ich nur raus, ne? Ja. Ja, umgucken können wir uns ja später. Ich will erstmal irgendwie aufs Dach. Dann machen wir das so, wie du gesagt hast. Ich habe Frames habe ich noch mit dabei. Ja. Dann suchen wir uns nochmal eine schöne Position seitlich. Man könnte hier anfangen. Bist du denn? Auf der anderen Seite bist du. Ja, ich bin hinten. Hintereingang. Oh, ich habe noch eine bessere Idee. Die kann man ja hier schon. Ups. Hier drauf. Auf den Müll drauf. Und dann kann man ja quasi. Hey, du klaust mir die Frames. Wieso? Das sind meine Frames. Die Idee klaust mir. Na gut. Klack, 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 klack. Man, dieser Vorsprung nervt. Ja, mich auch. Oh, hier oben sieht's doch schick aus, oder? Ja. Kann man machen. Ob das was bringt, denn ich hier einfach mal Frame. So ein Dach aus Frames machen. Kannst du denn drüber laufen? Warum machst du das jetzt?
Als Dach. Ich will mal gucken, ob das was gegen die Wärme bringt, weil ich schwitze schon scheiße wieder. Ich glaube, dafür müsstest du dir dann tatsächlich noch. Und da würde ich das dann eher hier machen. Oh, das ist die Idee. Ja, warte, ich baue die wieder ab hier. Aber ich weiß nicht, hast du einen Hammer dabei? Natürlich habe ich einen Hammer dabei. Pass auf, dann mache ich so. Pass auf. Zack, 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 zack. Man könnte hier eigentlich auf Metall und dann einfach nur quer machen, weißt du? Guck. Jetzt habe ich dich eingebaut. Hahaha. Ne, wir brauchen ja nicht viel. Oder so. Richtig. Das baue ich mal kurz aus. Mal gucken, ob das gegen die Wärme schützt. Also ich hier drunter, aber ich stehe jetzt auch natürlich im Schatten schon, ne? Ich weiß nicht, wie viel Holz ich habe. Ah, 21. Ah, ich habe mehr Holz. Ich habe über 1000. Warte, dann mache ich mal so. Hier, guck mal. Da. Danke. Ah, dann haben wir jetzt noch ein paar Stündchen Zeit, uns eins der Hochhäuser anzuschauen, ein bisschen. Ja. Oh, da ist so eine lustige Baustelle. Welches wollen wir denn? Ah, die sind immer so viel. Wir werden sowieso nur unten ein bisschen rumschnuppern können. Ah, stimmt. Nehmen wir doch das hier gleich. Das ist sogar Kreckebuck. Na, ich weiß nicht, ob uns das noch bilden kann. Hm. Ja, das ein oder andere gibt es ja tatsächlich hier als... Aha. Ach Mist, hab ich gesehen. Sehr schön. Oh, da kommt... Da rennt was. Oh. Ah. Nein, die kommt. Wechsel die Waffe, wechsel die Waffe. Das war gut. Danke. Den hast du schon? Hast du den da schon? Ja, ja, den habe ich auch. Ich gucke nur, ob ich hier... Ah. Okay. Nicht explodiert. Oh, jetzt ist es explodiert. Kommt irgendwas? Nee. Oh! Hast du mich erschreckt? Ah, in der Küche ist noch was. Ich guck mal die Küche an, ne? Das war normaler. Ich liebe es für einen Kopf. Der andere Durchgang nicht reingehen. Ja, ich hab's gerade gesehen. Die lasse ich auch nochmal. Dann ist der Raum fertig. Oh. Da kommt einer. Hast du? Oh, draußen ist so eine kleine Horde. Oh. Aber wir sind ja hier drin. Wollen sie sich doch hier reinhauen. Hm. Das war das EG. Oh, hier sind schon mal drei... Oh! Hilfe! Ich sterbe! Ja, ich auch. Ups. Nicht getroffen. Die Fette ist eine Schnelle. Sehr schön.
Kloppen! Oh, ich stehe wieder auf. Touchdown! Ohne Scheiß, ich bin wirklich fast tot. Okay. Ich habe noch 10 Leben. Haben wir Verbände? Hast du Verbände hoffentlich, oder? Ich habe leider nur normale Verbände, aber keine Erste-Hilfe-Verbände. Ja, ich brauche Stoff. Weil ich einen kann ich dir geben. Oh, da liegt ja was. Ich habe ja nicht so viel Schuss. Das klingt so, als ob die hier rein wollen. Hier schmeiße ich mal einen raus. Juhu, danke. Warte mal, hier kann ich doch Stoff machen bestimmt, wenn ich das habe, oder? Ja. Kriege ich Leder, ist ja doof. Hm. Oh! Ich habe gerade Geld bekommen, als ich die Couch zerkloppt habe. Was? Ja. Ich kriege hier Leder und Holz. Ja, ich auch. Ich brauche aber kein Leder, ich brauche, schade. Warte mal, ich kann ja mal gucken, was passiert, wenn ich so einen normalen Verband zerlege. Ja. Na, okay, da kriege ich nur einen raus. Na gut. Gut, ich gehe nochmal kurz ins zweite. Ah, ich bin jetzt schon wieder bei 43. Ich komme auch noch mit ins zweite. Ins dritte ist das schon quasi, Entschuldigung. Ach ja. Mal kurz, ich schleiche mal ein bisschen. Oh oh. Der kommt, der ist doof, der ist doof, der ist doof. Komm hier hoch, komm hier hoch. Komm hier hoch, wir nehmen die Frames weg. Okay. Das ist halt. Nein! Aber sie kommen jetzt da nicht durch, warum auch immer. Ich hab die Tür zugemacht, das ist aber eine normale Holztür, das hauen die doch normal schnell durch. Eigentlich schon. Willst du nochmal die Tür aufmachen? Mhm. Und dann sofort über... Ist da überhaupt keiner gekommen, oder was? Nein, da ist nur einer, aber das ist ein langsamer. Nee, bei mir war ein schneller. Habe ich den getötet? Nö. Die Tür war auch zu hier. Hm? Was kann man zerlegen? Bei dir? Ja, auf der anderen Seite. Ja. Hundefutter. Wow! Wow! Aua. Was ist jetzt passiert? Bist du runtergefallen? Hast du dein Bett mit gehabt? Nein. Mein Zeug liegt im Erdgeschoss. Das probier ich doch quasi. Dann bin ich jetzt alleine hier hinten am Arsch der Welt. Also, ich habe auf jeden Fall genügend Zeit, zu unserer Zweitbasis zu rennen, mein Motorrad zu greifen und zu dir zu kommen. Das stimmt, du kannst... Zwar nicht, um mein Zeug zu holen, aber... Oh! Wo kommst du denn her, Alter? Und dann kann ich dir auch vor allem Essen mitbringen. Das ist eine gute Idee. Ah, bist du in die Falle getappt? Fuck. Beine gebrochen. Ja, ich hab mir bist du da in derselbe Falle getreten wie ich gerade? Ja, irgendwie, ich bin da durch den Boden gefallen. Ich auch, und der Boden sah aber normal aus bei mir. Yep, bei mir auch. Fuck. Ja.
jetzt kommt die Zombie-Horde bei mir rein. Scheiße, kommst du da noch? Ne, die fallen irgendwo runter. Scheiße. Es werden immer mehr. Scheiße, 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 scheiße. Ach, scheiße, und du kannst nicht rennen mit dem gebrochenen Bein. Ja, wo komme ich denn hier raus, verdammt? Fuck. Genau da dann und dann irgendwie links. Ja, von da kam, von hier oben kamen sie ja alle. Hör zu. Oh, scheiße, ey. Ich habe keinen Stoff, ne? Kann ich mitbringen, vorausgesetzt werden das in der Basis. Also das Nachtsfahren ist ja überhaupt kein Problem, also... Nee. Out of Stamina. Scheiß Falle, ey. Ich bin extra schon auf so eine Stelle getreten, die quasi nicht so aussah, dass die einstürzt. Und auch die ist eingestürzt. Verkackte Falle. So, Weltbreteintopf ist auf jeden Fall genug. Ich nehme einfach ganz viel Kotten mit. Kannst auch gucken, ob er nicht irgendwie noch... Ah, Stoff haben wir auch. Oh, wir haben unendlich viel Stoff. Ganz viel Stoff. So, und ich nehme auf jeden Fall noch eine Schrotflinte mit. Und ein bisschen Schrotmunition. So. Ich hab Essen, ich hab Schrot. Check. Mach mich auf den Weg. Okay. Hab ich Stein? Ja. Kann ich mir ein Lagerfeuer bauen? Lagerfeuer! Ja, sie sind bei mir hier, glaube ich. Ich komme, Heinrich. Um 19.45 Uhr ungefähr fahre ich los. Ja, irgendwo unten sind welche, aber ich sehe sie nicht. Ah, da. Hauptsache, du bist da jetzt erstmal sicher. Ja, ich bleib jetzt auf dem Dach. Mach's mir schick. Denk dran, ich habe keine Frames, um dann zu dir zu kommen, ne? Also... Ja... Du müsstest mir dann im Zweifelsfall eine Leiter mitbauen. Dass ich dann da zu dir hochkomme, aber ich sag dir Bescheid, wenn ich soweit bin. Mach unsere Kuhle hier noch ein bisschen hübscher. Mach das mal. Mach mal unsere Kuhle cool. So. Wann geht denn mein gebrochenes Bein weg? Hm? In einer Spielstunde ist mein gebrochenes Bein weg. Ei, und du hast nichts, um das zu verbinden. Ja, mir fehlt Stoff. Wahrscheinlich brauchst du ja nur Holz, glaube ich. Klebeband. Ah. Nee, Klebeband habe ich auch nicht. Scheiße, hätte ich mal mitbringen sollen. Ja. Fantastisch. So, Schiene. Ja, eine Klebeband und zweimal Stoff. Hast du schmutziges Wasser? Nein. Scheiße. Weil Knochen hast du vielleicht? Ja, Knochen habe ich. Na, scheiße, Mitch. Kannst gucken, ob bei dir in der Nähe sonst irgendwo Wasser ist, dann kannst du auch schmutziges... Ah, nee! Brauchst du? Ich weiß nicht. Was braucht man denn für Kleber? Weiß ja, für eine Flasche trübes Wasser bräuchtest du dafür noch. Ich mache mir das mal ein Lagerfeuer. So. Damit ich nicht alles rumschleppen muss. Dann baue ich eine Truhe. Damit ich hier was zwischenlagern kann.
Weil es dann, glaube ich, einfacher, wenn wir dann einfach zum Schluss einfach den Scheiß aus der Truhe nehmen und dann alles abhauen und dann abhauen. Vera. Ich bin auf jeden Fall ordentlich Stoff mit. Ja. Ich glaube, mit dem Sonnenaufgang verabschieden wir uns. Das ist ein Sonnenuntergang. Aber ach ja, schon. Sonnenuntergang, meine ich ja. Sieht aber nett aus. Ja, so zwischen den Gebäuden. Hat was. Und wir waren jetzt nur in der dritten Etage, ne? EG, erste, zweite, dritte, vierte und dann kommt ein Dach. Haben wir ja schon fast durch, das eine Gebäude. Ja, da ist einer. Du Schlawiner. You are hot, I know. Könnte ich jetzt so schön töten. Ich habe deinen Kopf voll im Visier, wenn dieses Panzerglas nicht wäre. Ich bin schon im Wüstengebiet, also. Noch hast du Zeit, ihn zu töten. Ich sag dir sobald ich die Stadt sehe. Ja, die Frage ist, wie willst du hier hochkommen? Ja, ich hoffe, du bist so nett und hilfst mir dann mit Frames aus, weil ich hab keine. Kann ich sie dir runterschmeißen? Wenn ich jetzt Frames runterpacke, dann kommt mir wieder ein Zombie hier hoch. Ja, deswegen sage ich dir, wenn ich fast da bin, dann kannst du dir ja da hinten setzen. Ist auf jeden Fall extrem rot hier in der Wüste. Mann, Mann, Mann. Oh, ich glaube, ich hab sie hier schon gesetzt. Du müsstest jetzt eigentlich easy peasy hochkommen. Ist das toll an dem Dach hier? Man kann hier nebenbei Holz sammeln. Oh, sieht richtig rot aus hier. Der Himmel sieht echt ganz cool aus hier so in der Wüste am Abend. Hm. Muss man ja schon mal sagen, ne? Oh, ich sehe das erste ganz hohe Gebäude. Also bist du gleich da. Jetzt bin ich da bei dieser Autowerkstatt. Jetzt höre ich langsam auf, vernünftig zu sehen. Du kannst ja schon mal gucken, ob du den Lichtschein von meinem Motorrad siehst. Gleich. Ich wollte noch hier das eine Vordach. Ja, sehe ich. Vielleicht siehst du ja mein Licht auch. Linke dich an. Hier siehst du wahrscheinlich nicht. Hallo, kannst du wegmachen? Kannst du selber. Was sind deine Frames? Der Typ, der mit den gebrochenen Knochen soll die Frames. Ich bringe dir Wildbrateintopf. Wenigstens etwas. Wo ist denn hier Licht? Wo ist denn hier Feuer? Wo ist denn hier? Hier, ich pack dir den Wildbrateintopf da rein. Ja, Truhe habe ich schon alles vorbereitet. Ist das nicht fein? Wundervoll. Soll ich hier meine Mauer machen? Hier so zumachen? Dann sieht das so hier, Stofffetzen. Aus. Tada! Warte, ich mache hier mal zu. Okay, würde ich sagen, machen wir eine Pause hier, ne? Warte mal. Gleich, gleich, gleich Pause. Warte. Ich mach hier nochmal zu. So, dann haben wir hier ein Fenster. Dann wird ausgebaut. Klack, 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 klack. Romantisch. Ich habe ein Fenster. Uhu. Wir haben eine Liebeshöhle gemacht. Uhu. Aber mir ist immer noch hot. Ah, jetzt ist mir nicht mehr hot. Nicht Komm, mehr bist hot. Du da? Bin ich nicht mehr heiß. Was? Das ist aber komisch.
Gut. Die Höhle hat mich abgekühlt. Okay. Wenn sie dich abkühlt, kann ich sie nur noch heiß machen. Der Schrotflinte. Und du hast auch eine. Ja. Aber meine ist viel hübscher. Und mit diesen Bildern verlassen wir euch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Oh, jetzt bin ich wieder high.